Hallo zusammen, wir haben Mittwochabend, den 6. Juli. Ich bin ein bisschen später, aber ich war mit meinen lieben Nachbarn essen und da habe ich meine Priorität gesetzt. Ganz frech. Vor euch liegt der Chart von Adidas, bevor ich zum DAX gehe, weil das, was da heute passiert ist, ist eigentlich das, was ich für die nächsten 2 Monate erwarte. Da sind keine Zahlen gekommen. Die Zahlen kommen erst irgendwann am 4. oder 5. August. Heute Morgen, relativ früh, kam eine Analystenstudie von RBC und die haben die Adidas runtergenommen von 280 auf 205 ungefähr. Dann kam Aufhäuser. Hauck Aufhäuser ist eine sehr alte Bank, die haben ganz tolle Analysten, da können sich eine ganze Reihe von den Bankenanalysten eine Scheibe abschneiden, die machen schöne Analysen und die haben es ganz brutal gemacht. Die haben nämlich von 285 auf 120 Euro gesenkt. Das ist heftig. Am Mittag kam dann wieder JP Morgan und die haben auch gesenkt, auch von 280 irgendwo auf 205. So, und worum es mir geht ist, jetzt hier am Ende des Tages, also das ist jetzt hier ein Tageschart, sprich eine Kerze, einen Tag, haben wir hier eine Art Hammer, Außenband raus, ins Band rein. Eigentlich ein tolles Signal, aber schaut euch mal, und darum geht es mir, die Bewegung an auf 15-Minuten-Basis heute. Das fing hier an, da. Das war heute Morgen 9 Uhr, da waren die bei 165,40, gehen runter auf 157, das ist ein 5-Jahres-Low in Adidas, um dann so eine fette Steigerung auf sogar höher als in der Öffnungskurs auf 100, fast 167 nachzuziehen. Dann irgendwann geben sie mal durch, da drehst du durch. Wenn du da eine interessewahrende Order hast, des Tages über gültig, Das ist fast nicht möglich, sowas zu handeln. Ja, also da liegt man nicht irgendwo am gewichteten Schnitt. Super schwierig und genau sowas erwarte ich eigentlich in den nächsten 2 Monaten für viele, viele Aktien. Deswegen ist nach wie vor die Guideline, also meine auch für mich, klein bleiben und sehr konzentriert. Wir gucken gleich mal bei dem DAX, wo es Signale gibt. Es gibt immer wieder Signale, insbesondere im Daytrading. Aber der hat ja diese Woche auch schon ordentlich losgeschossen. Auf jeden Fall, stellt euch bitte drauf ein, sowas hier wie in Adidas, das wird es in den nächsten Wochen und Monaten häufiger geben. Der DAX auf Tagesbasis. Gestern den Tag, das habt ihr alle mitbekommen, das war heftig. Und vor allem, das wurde ja nur verkauft. Ganz, ganz zum Schluss, irgendwann um 21 Uhr oder um 20 Uhr, fing das mal an, wieder eine Gegenbewegung zu machen, die dann heute in diesem Tag hier gipfelt in der Höhe bei 12.668. Also aus diesem Kanal wieder raus. Und jetzt geht's halt los. Jetzt haben wir hier den Doppelboden im Moment. Einmal hier und da. Habe ich heute schon wieder überall gelesen. Doppelboden im DAX. Das ist ein Wiegen in vermeintlicher Sicherheit. So möchte ich das mal formulieren. Der DAX wird genauso nervös sein in den nächsten 2 Monaten wie die Einzelwerte. Und lieber mal einen Trade auslassen, als unbedingt überall dabei sein zu wollen. Das hier ist noch das ganz alte 50er Retracement von dem Corona-Tief, war das, ne? Hier, da, genau. 16.3. Da waren wir dran. Jetzt haben wir diesen Doppelboden. Wie gesagt, das habe ich überall schon gelesen. Es passiert hier Folgendes: Das untere Band klappt ein bisschen ein. Das ist typisch für so eine Bewegung. Wir haben also schon eine langgezogene Bewegung hinter uns. Dann irgendwann knackt es ein. Ja, das kann ein Doppelboden werden. Ja, das kann die Mutter einer neuen Hose werden. Glaube ich zwar nicht, aber ja, das kann sein. Aber die Gefahr, dass wir hier drunter gehen, weil nämlich danach sind wir erst hier unten irgendwo so im Bereich 11.500 mit einer relativ sinnvollen Unterstützung. Und das sind auch nochmal 1.000 Punkte. Also ich wäre schlicht und ergreifend vorsichtig. Ich werde für mich als positiver, wenn wir hier so diesen Bereich um die 13.360, 380, wenn wir den überbieten, da liegt nämlich auch der obere Kanal. Wir haben hier einen kleinen Trend, da komme ich gleich nochmal drauf. Von der Technik her sind wir über den Trendfolger durch den heutigen Tag und das waren ja auch, was waren denn das? Ich glaube letztendlich 2%, oder? Ja, 1,6%. Kommt hier eine Stabilisierung rein. Wir haben aber auch einen Oszillator, der sehr tief ist, noch ohne Dreh. Also vom Tageschart her muss ich sagen, ja, es besteht die Möglichkeit eines Doppelbodens, aber wehe, wir gehen hier mit ein bisschen Abstand so unter die 12.260. Damit würden wir das Band brechen, wir würden den Doppelboden rausnehmen und wir wären unter dem 50er Retracement. Gefährlich. Wie gesagt, positiv, also wirklich positiv, kann ich erst hier oben drüber werden, über der 13.3.
70, 80. Gehen wir mal auf 4 Stunden. Na, auf der Suche, wie ihr das vielleicht nutzen könnt. Wir haben hier, jetzt muss ich mal schauen, das ist ja 5.7., genau, um 16 Uhr fing das an, haben wir ein Doji. Das ist kein Long-Leg-Doji, aber ich mache es mal größer. Es ist ein Doji. Nach so einer Bewegung, ein Doji zeigt meistens an, ich hatte euch letzte Woche so ein kleines Bild reingemacht, dass der Markt unentschlossen ist. Die ersten, die hier irgendwo noch short gegangen sind oder vielleicht von hier oben oder von hier oben, und wir hatten ja genügend Headlines in den letzten Wochen, wer alles da short gegangen ist, decken dann schon mal ein. Ich halte das nicht für nachhaltige Käufe, sondern eher wirklich für Eindeckung von Short-Positionen. Mehr ist es nicht. Aber sowas hier ist zum Beispiel ein Signal, da muss man dann hinterher mal überlegen, was passiert denn hier? Wir sehen es gleich auf der Stunde noch ein bisschen besser. Wir sind über den 4 Stunden MACD neutral um die Nulllinie rum. Ist nichts Besonderes, kann ich nichts von ablesen. Die Stochastik ist leicht positiv, aber das ist im Moment auch kein griffiges, neues, schönes, dynamisches Signal. Gucken wir mal über die Stunde, ob wir da was finden. Weil da war nämlich eins gestern, genau. Der Markt gibt Signale, aber die sind selten und die sind gering. Natürlich kann ich im Nachhinein, ist jeder Chart einfach zu lesen, kann ich sagen, oh, als wir hier bei 12.739 durch sind, da musste es ja fallen. Ich habe das auch nicht gemacht. Ich habe hier gar nichts gemacht. Ich war auch zum Glück gar nicht da. Ich kann mir vorstellen, dass ich schon mal irgendwo hier auch irgendwas gekauft hätte. Habe ich nicht. Dann kam abends hier um 17 Uhr, kam diese Stundenkerze, und das ist ein Hammer. Außenband raus, ins Band rein, schließt im Band. Ein absolut, ich mache es mal größer, dass man es besser sieht, ein absolut sauberer Hammer. Das sind Signale. Sowas mag ich. Sowas ist deutlich. Aber wenn wir dann hier drunter gehen, haben wir auch sofort den Stopp. Das würde heißen, ich kaufe hier zum Schluss des Hammers, das wäre dann hier bei 12.441, muss aber, und das war vertretbar, bei 12.389 minus, sagen wir mal, 30 Punkten, also 12.359, da muss ich den Stop hinlegen. Aber das sind dann 100 Punkte, das ist ein Haufen Holz. Aber das sind halt, sagen wir mal, saubere Signale. All das hier mittendrin, das ist, stellt euch vor, ihr kauft hier irgendwo und das ist bei 12.530 und dann säuft das Ding ab auf unter 12.400. Ja, WTF. Ja. Jetzt sind wir hier rübergegangen. Wir haben nichts anderes gemacht als eine kleine Korrektur. Wenn ich jetzt mal, und auch das kann man machen, vom Beginn der letzten Bewegung die Fibos anlege, liege ich so ganz knapp vor dem 61er. Einmal, zweimal. Und jetzt haben wir hier sogar auch ein kleines Doppeltop. Einmal, zweimal. Das ist bei 12.673. Ich wüsste auch angesichts einer hier neutralen Technik und hier in einer Zone, die ich nicht beachte, Technik über den Oszillator, ich habe jetzt hier ehrlich gesagt keine Meinung, ob wir jetzt hier die nächsten 100 Punkte, 200 Punkte hoch machen oder runter. Im Moment gilt diese Unterstützung hier. Aber wir gehen unter diese 12.386. Dann sehen wir auch nochmal die 12.000 von unten. Also ich bin hier super vorsichtig und eher klein. Ich habe auch verschiedene Aktien gekauft. Ich habe also gestern schon angefangen, Kleinstigkeiten in VW zu kaufen. Ich habe jetzt BASF mal reingenommen. Aber das sind Dinger, selbst wenn die jetzt mal 3-4 Euro fallen, ist mir das, möchte ich sagen, egal. Ich will die haben als Bestandsposition, gerne auch ein Jahr. Es sei denn, die BASF geht vorher auf 60, dann fliegen sie auch vorher raus. Also ich habe jetzt insgesamt, was ich ja neulich auch mal gesagt habe, einen Bestand von ungefähr 20-22% des Depots. Also ich fange ganz langsam an zu kaufen, aber muss damit rechnen, dass hier ganz wilde Schwankungen reinkommen. Also das war jetzt nur mal ein Vorgeschmack, was wir hier so bekommen haben. Ich glaube, das werden wir noch häufiger sehen. Also passt auf euch auf, übertreibt es nicht, lieber mal einen Deal ausgelassen. Ansonsten ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.